In jener Zeit trieb der Geist Jesus in die Wüste. Dort blieb Jesus 40 Tage lang und wurde vom Satan in Versuchung geführt. Er lebte bei den wilden Tieren und die Engel dienten ihm. Nachdem man Johannes ins Gefängnis geworfen hatte, ging Jesus wieder nach Galiläa. Er verkündete das Evangelium Gottes und sprach: Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Altvater Päumen erzählte über den Altvater Johannes Kolobos. Er rief Gott an und die Leidenschaften wurden von ihm genommen und er war ohne Sorgen. Er ging fort und sagte zu einem Greis: Ich stelle fest, dass ich in Ruhe bin und keine Anfechtung und Versuchung mehr habe. Der Greis sprach zu ihm: Geh und rufe Gott an, dass ein Feind gegen dich aufsteht und so auch die alte Zerknirschung und Demut, die du früher hattest, wieder zurückkehrt. Denn gerade durch die Anfechtung macht die Seele Fortschritte. Er bat also, und als der Feind kam, betete er nicht mehr, dass er von ihm befreit werde, sondern sagte: Gib mir Geduld, Herr, in den Kämpfen. Eine merkwürdige Begebenheit ist das, wie so viele merkwürdige Begebenheiten in diesen Sprüchen und Geschichten der Altväter aus der Wüste aufgezeichnet sind, liebe Schwestern und Brüder. Wenn wir sozusagen gut katholisch sind, dann wollen wir doch mit der Versuchung eigentlich nichts zu tun haben. Wir wollen uns doch nicht mit der Einschätzung gemein machen, eine Versuchung ist viel zu schade, dass man sie vorübergehen lässt. Das ist so eher die Umwelt, in der wir leben. Da gibt es dieses Wort fast gar nicht mehr. Es hat ja in den vergangenen Wochen durchaus auch Diskussionen dazu gegeben, bis hin zu Änderungen der Vaterunser-Bitte. Wir haben noch in der letzten Woche anlässlich des Jakobusbriefes am Werktag darüber nachgedacht. Und auch Bischof Stephan schreibt in seinem Hirtenbrief, der ausliegt, einiges dazu. Wie ist das also mit der Versuchung und uns Christen? Ein anderer Altvater sagt: Nimm die Versuchung weg und du wirst sehen, dass niemand gerettet wird. Wie wird man denn jetzt mit der Versuchung oder in der Versuchung oder gerade durch die Versuchung gerettet? Wenn man versucht, einen Strich darunter zu ziehen und das Gesamte zu sehen, dann wird es wohl kein christliches Leben geben ohne Versuchung. Und so banal das klingt, so wichtig ist es, dass wir das an uns heranlassen. Denn wenn uns Versuchungen erreichen, und ich will das gar nicht eingeengt sehen auf einen Bereich etwa der Sexualität oder wo wir generell, jeder hat so und jede seine, ihre Schwachpunkte, wo es Versuchung gibt und wo man wieder so manchmal da ein bisschen auf die schiefe Ebene kommt und dann schutsch, ist man wieder unten. Davon kann sich niemand freimachen. Und dann fragen wir uns manchmal, und wir sagen das vielleicht manchmal auch in der Beichte. Sie kennen das noch, Beichte. Das ist dieses Bußsakrament, wo man die Lossprechung erhält. Das spricht man mit einem Priester. Wenn Sie Fragen haben, ich beantworte die dann gerne nochmal bei Gelegenheit. Das ist inzwischen ganz entschwunden. Aber oft höre ich das in der Beichte, dass man dann sagt, oder ich auch in der Beichte sage: Hier bin ich wieder. Es ist mir so peinlich. Es ist schon wieder der gleiche Kram, der gleiche Wust. Es ist der gleiche Punkt. Es gibt kein christliches Leben ohne Versuchung. Und das ist wichtig, dass wir das annehmen. Und wenn wir es noch nicht verstanden hätten bis heute, dann hören wir es heute in einer äußerst knappen Form. Nicht wie Lukas und Matthäus es beschreiben, sondern wie es knapper fast nicht geht. Wie es uns der Evangelist Markus, dem wir in diesem Jahr zuhören, sagt. Der Geist
und zwar unmittelbar nach der Taufe Jesu, treibt Jesus in die Wüste. Und dort wird er 40 Tage lang vom Satan in Versuchung geführt. Also Christus selber kommt nicht um die Versuchung herum. Der Kirchenvater Johannes Chrysostomus, der ein cleverer Prediger war, der beleuchtet das noch einmal von der anderen Seite und sagt, wenn du versucht wirst, kannst du dich geehrt fühlen. Bei den billigen Nummern versucht der Teufel das erst gar nicht. Die gehören ihm sowieso schon. Aber wenn du richtig den Kitzel der Versuchung spürst, wenn, wie die alten Leute früher in der Eifel sagten, der Devil hat ihn am Seil, also der Teufel hat ihn an seiner Leine. Wir merken das ja manchmal. Lange Leine oder manchmal so kurze Leine, schiefe Ebene, wieder unten gelandet. Dann sollen wir uns, so sagt es Chrysostomus, geehrt fühlen. Weil es geschieht etwas mit uns. Das, was uns der erste Petrusbrief eben zugerufen hat, was in der Taufe mit uns geschehen ist, ist nicht irgendetwas, ist nicht eine billige Anmeldung auf irgendeinem Amt, ob Pfarramt oder Bürgeramt, sondern es ist eine Zugehörigkeit zu Christus, die dort nicht nur behauptet wird, sondern eine Einverleibung in Christus. Und daran hat der Teufel ein großes Interesse, uns das streitig zu machen, uns das aus dem Kopf zu schlagen und sagen, ja, das heißt doch eigentlich nichts. Du kannst dich jederzeit abmelden. Mein Gott, das ist wie im Kaninchenzüchterverein. Da zahlst du irgendwann keinen Beitrag mehr, dann bist du raus. Da hast du mit Kaninchen nichts mehr zu tun. Das ist bei der Kirche genauso. Nein, die Kirche ist kein Verein, liebe Schwestern und Brüder. Die Kirche ist ein lebendiger Organismus. Die Kirche ist, so schlecht sie manchmal auftritt und so übel sie sich benimmt, Christus. Sein Leib in dieser Zeit und durch alle Zeit, zu dem wir gehören durch die Taufe. Und es liegt an uns, ob wir erkennen, dass die Versuchung eine Möglichkeit ist, uns bewusster zu werden, dass wir dazugehören, dass wir ein lebendiges Glied am Leib Christi sind. Wie viel Zeit verbringen wir damit, wenn wir wirklich versuchen, ernsthaft zu leben, uns auch beim lieben Gott darüber zu beklagen, dass wir jetzt wieder so eine schreckliche Versuchung oder gar eine Niederlage erlebt haben in der Versuchung? Statt es als Bewährungsprobe aufzufassen. Dieses Buch, die Sprüche der Wüstenväter, war einmal in der Kirche neben dem Evangelium das wichtigste Buch. Vielfach kennen wir das gar nicht mehr. Wir versuchen ja jetzt sonntags in der Fastenzeit nach der Vesper, ich werde dazu nachher nochmal einladen, ins Gespräch zu kommen, um diese durchaus fremde Welt zu entdecken. Das ist eine Welt, die versucht hat, das Evangelium zu leben. Und um nichts anderes geht es ja. Wenn uns Jesus, nachdem er die Versuchung bestanden hat, sagt, das Reich Gottes ist nahe, glaubt an das Evangelium, dann ist das ein Ruf, der uns durch diese 40 Tage begleiten soll. Der nicht nur unsere Taufe wieder erneuern soll, was der Sinn dieser 40 Tage auch ist, sondern dass es ein gelingendes Leben geben kann, jetzt, auch mit den Versuchungen. Wir sollten uns ihnen stellen. Wir sollten versuchen, es so zu tun, wie es andere, es gibt Menschen, die sagen, das sind die Athleten der Wüste, wie sie uns zeigen, wie man das bestehen kann. Immer im Blick auf Christus, nichts ohne ihn zu tun, nichts ohne seine Hilfe zu tun. Wir denken dann, wir sind zurückgeworfen auf uns selber. Ich habe doch gar keine Kraft, das zu bestehen. Paulus ruft es uns zu. Gott wird nicht zulassen, dass du über deine Kraft hinaus versucht wirst. All diese Worte, bis hin zu der inzwischen ja umstrittenen Vaterunser-Bitte, führe uns nicht in Versuchung. Gott ist es, der alles trägt. Gott lässt Dinge zu, aber nicht, wie Paulus sagt, über unsere Kraft.
Und darin dürfen wir uns geborgen wissen. Nicht, dass Gott der Versucher ist, aber es gibt genügend andere Kräfte in dieser Welt, in dieser Zeit, jetzt hier, in Ihrem, in meinem Leben, die uns in Versuchung führen. Aber wir gehören zu Christus. Deshalb selbst in der Niederlage kann uns die Versuchung nichts anhaben, wenn wir nur an ihm festhalten. Nutzen wir diese Wochen, liebe Schwestern und Brüder, um das neu zu lernen, uns ganz an Christus festzuhalten, wenn wir ins Rutschen geraten, wenn uns alles, auch alle Gewissheiten und alles, was wir vermeintlich schon erreicht haben, wieder wegrutscht, wieder verloren zu gehen droht. Halten wir uns an ihm fest. Er ist derjenige, der uns hält in allem.